Das Hochland von Peru. Auf 3800 Meter Höhe liegt der Titicacasee und die Stadt Puno. Von hier aus geht es über die Panamericana in die sagenumwobene ehemalige Hauptstadt des Inka-Reiches, nach Cusco. Der Name Cusco ist Quechua und bedeutet Nabel der Welt. Der Indio-Sage nach gab es hier die ersten Menschen. Der Sohn des Sonnengottes kam vom Titicacasee und gründete mit seiner Schwester die Stadt. Cusco ist heute ein Touristenmagnet. Sie ist eine der schönsten Städte Lateinamerikas. In dieser Stadt vermischen sich die Kulturen. Immer wieder haben die verschiedenen Völker ihre Spuren hinterlassen. Das sieht man auch an der Architektur. Die Häuser zeigen die Baustile der Spanier aus der Kolonialzeit, der Andenvölker und der Inkas. Die Inkas bauten mit sogenannten Bossenquadern, mit einer 15-Grad-Neigung gegen Erdbeben, einem trapezförmigen Grundriss und viereckigen Platten. Es ist der einzige Stil, der in der gesamten präkolumbianischen Periode zu finden ist und der typisch für die Inkas ist. Der Sonnentempel, heute das Kloster Santo Domingo, war der wichtigste Inka-Tempel überhaupt. Die Coricancha nannten die Inkas ihn. Er war der heiligste Ort für religiöse und rituelle Handlungen. Vieles ist in Cusco in Einklang mit der jahrhundertelangen Kultur. Auf traditionelle Weise wird der Lehm zwischen den Steinen festgeklopft. Weißes Gold gibt es 60 Kilometer nordwestlich auf den Salzfeldern von Maras. Hier haben schon die Inkas Salz getrocknet und geerntet. Bevor sich die Anden erhoben, gab es hier ein Meer. Daher sind die Böden immer noch sehr salzhaltig. Die Inkas haben auch schon hier Salz gewonnen. Früher arbeiteten sie da unten in der Nähe des Flusses. Dann haben unsere Vorfahren diese Brunnen gebaut. Das machen wir nur 6 Monate lang, von Mai bis Oktober. Wenn es regnet, wird nicht mehr gearbeitet. Das Salz löst sich dann komplett auf. So haben es schon die Inkas gemacht. Kilometer von Cusco entfernt beginnen die Subtropen, die ersten Ausläufer des Regenwaldes. Der Inca Rail führt die Touristen zum Machu Picchu. Inmitten der anderen Berge, umgeben von tropischen immergrünen Pflanzen, die heilige Stätte der Inkas. Menschen haben hier gelebt. Eine Elite. Oben die Reicheren, unten die Arbeiter. Bis 1535, als die Spanier Cusco besetzten. Die Bewohner vom Machu Picchu verschlossen die Tore und der heilige Berg geriet in Vergessenheit. Heute ist der Machu Picchu eine der erfolgreichsten Touristenattraktionen der Welt. Selbst bei Regen spürt der Besucher die Mystik und die Kraft, die von diesem Ort ausgehen. Lima, der Präsidentenpalast, an der Plaza de Armas. In Südamerika heißt häufig der zentrale Platz Waffenplatz. Typisch für Lima, die vorgesetzten Balkone aus der Kolonialzeit. Perus Hauptstadt ist auch die größte Stadt des Landes, mit rund 7 Millionen Einwohnern. Auf dem Weg in die Außenbezirke liegen die bunten Häuser. Limas Stadtverwaltung hat Farbe an die Einwohner verteilt, um die Stadt ein klein bisschen schöner zu machen. Im Distrikt Villa de Salvador liegt der Bezirk 20 de Octubre. Straßennamen gibt es hier nicht mehr.
Wegbeschreibungen bestehen nur noch aus Ai, Aya und Aithito, was so viel bedeutet wie hier, da und dortchen. Hier im Niemandsland gibt es ein Sozialprojekt, das die Kinder von der Straße holt. Straßenfußball. Trainer Emerson Calderón Jiménez brieft das Team. Was sind denn die Werte? Solidarität, Respekt, Harmonie. Denn der Straßenfußball ist kein Krieg. Was ist der Straßenfußball? Ein Sport, ein Spiel, ein Miteinander. Damit versuchen wir, die Grundwerte aufzugreifen. Alles klar? Durch den Sport werden den Kindern Werte vermittelt, die sie auch in andere Bereiche des Lebens übertragen sollen. Hier gibt es viele Probleme mit Drogen und Banden. Das heißt, wir versuchen, die Kinder zu uns zu holen und ihnen zu helfen. Und sie zeigen uns ihrerseits, wie sie leben und wie wir zusammenarbeiten können. Die Regeln beim Straßenfußball funktionieren anders als die im normalen Fußball. Es gewinnt nicht der, der mehr Tore schießt, sondern der, der die Regeln beachtet hat. Die Kinder einigen sich im Vorfeld auf die Regeln und entscheiden später selbst, welches Team besser war. Es gibt keinen Schiedsrichter, sondern einen Mediator. Wie Steve Simon Crispin, der selbst hier als Spieler angefangen hat. In der Liga für Straßenfußball musst du ein Sportler mit guten Leistungen sein, damit du dieses Amt ausüben darfst. Wenn du als Sportler diese Regeln nicht respektierst, kannst du nicht als Mediator arbeiten. Dann kannst du auch keine Gruppe von Jugendlichen führen. Freunde haben mir geholfen, mich vorzubereiten. Wir jungen Leute machen das zusammen und tun etwas für unseren Bezirk hier. Es ist egal, wie gut ein Kind spielen kann. Mitmachen darf jedes, das sich an die Regeln hält. Durch den Fußball lernen sie, dass sie sich respektieren müssen, dass es nur von ihnen abhängig ist, dass diese Regeln befolgt werden. Und später, wenn sie sich daran gewöhnt haben, können sie diese Regeln in der Gesellschaft anwenden. Für viele der Kinder ist es das erste Mal, dass sich überhaupt jemand um sie kümmert. Lima, eine Stadt der Gegensätze. Miraflores liegt am Waikiki Beach und ist einer der reichsten Stadtteile. Die Stadt beginnt direkt auf den Sandklippen des Strandes. Dass noch kein Haus abgestürzt ist, grenzt an ein Wunder. Die peruanische Küche ist weltberühmt und ist wohl unbestritten die beste des gesamten Kontinents. Das Ehepaar Astrid und Gaston hat in Lima mehrere Restaurants. Diese stehen für besonderen Lifestyle und eigene Interpretationen. Die Küche ist schick, sehr peruanisch, aber modern interpretiert. Ein bisschen so la cuisine d'auteur, ne? Also so ein bisschen moderne. Es gibt auch relative Gerichte, die schon bekannt sind und die wir auch noch servieren. Aber hier ist ein bisschen mehr Kreation, ein bisschen mehr technische Arbeit. In den Desserten sind sehr moderne Sachen. Da spielen wir. Hier ist es richtig so, um zu experimentieren, zu spielen und ohne Grenzen. Jedes Restaurant hat ein eigenes Konzept, seine eigene Persönlichkeit. Das Tanta funktioniert als Bistro. Leicht, mediterran, mit traditionellen peruanischen Elementen. Die peruanische Küche ist eine sehr vielseitige, sehr reiche Küche. Und das hängt von den verschiedenen oder sehr vielen Einflüssen. Wir haben den spanischen Einfluss, wir haben den japanischen Einfluss. Wir haben den chinesischen Einfluss, wir haben den afrikanischen Einfluss, die eigentlich alle genauso stark sind und keiner lässt den anderen richtig. Und jeder beeinflusst auch noch den anderen zusammen. Astrid Gutsche ist halb deutsch, halb französisch. Sie gehört mit ihrem peruanischen Mann zu den erfolgreichsten Köchen Perus. Die Kochbücher der beiden sind preisgekrönt. Jeder hat sein eigenes Thema. Ihres? Die Süßspeisen. Wenn man mit seinem Mann zusammen das Gleiche macht,
das klappt nie, das sollte man nie versuchen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich war schon mit dem Koffer, ich gehe hier wieder weg, das geht nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann teilen wir uns die Arbeit. Ne? Und dann habe ich jetzt die ganzen Desserts von den verschiedenen Restaurants und er hat jetzt das ganze Kochen von den Restaurants aufgenommen. Und heutzutage muss ich zugeben, dass ich lieber Desserts mache als koche. Der Amazonas wartet. Iquitos liegt mitten im Dschungel und kann nur per Boot oder Luft erreicht werden. Eine Straßenanbindung gibt es nicht. Direkt am Wasser liegt das Pueblo Libre, wo die verarmte Bevölkerung lebt. Viele von ihnen Indios. Iquitos kam im 19. Jahrhundert durch den Kautschukboom zu Reichtum, von dem aber die Einwohner bis heute nur wenig profitierten. Immer wieder wollen Kräfte von außen auf den Reichtum des Dschungels zugreifen. Der Markt in Belem zeigt die Vielfalt des Regenwaldes und manche Besonderheit. Vierhunderttausend Menschen leben in Iquitos. Die Stadt hat durch die Abgeschnittenheit eine eigene Fortbewegungskultur entwickelt. Die Motocarros ersetzen das Auto. An der Plaza de Armas liegen die katholische Kirche und das Casa de Hierro, das Eisenhaus, das der französische Architekt Gustave Eiffel entworfen hat. Fast jeder in Iquitos hat indianische Wurzeln. Trotzdem werden die Naturvölker diskriminiert. Die Indios aus dem Dschungel kämpfen für ihre Rechte. Die Umweltorganisation Red Ambiental Loretana hilft Studenten, die aus dem Amazonas kommen. Dreißig Studenten von verschiedenen Stämmen haben hier Hütten gebaut, in denen sie kostenlos leben dürfen. Die regionale Regierung gibt ihnen einen Dollar am Tag, aber das reicht gerade für eine Mahlzeit. Aber nach und nach wollen wir ihnen auch Bücher kaufen, um ihnen das Studieren zu erleichtern. Sieben Studenten mussten letztes Jahr zurück zu ihren Familien, weil sie es sich nicht mehr leisten konnten, an der Uni zu bleiben. Wenn die Bewegung der Indios eine Zukunft haben soll, dann müssen sie ihre Leute ausbilden, damit sie an der Gesellschaft teilhaben können. Das heißt, wir müssen ihnen helfen, sich darauf vorzubereiten. Und das ist es, was wir hier versuchen. Damit sie besser für die Zukunft gewappnet sind, gibt es direkt auf dem Gelände Schulungen zu Themen wie Recht und Umweltschutz. Ruben Medina Robledo studiert Wirtschaft. Sie haben uns unsere Kultur und unsere Sprache genommen. Sie haben uns glauben gemacht, dass wir uns zivilisieren müssen, damit sie kommen können und all unsere Naturressourcen nehmen können. Vor 100 Jahren wurden wir getötet. Heute werden wir nicht mehr erschlagen, sondern es kommen die Ölfirmen und Forstbetriebe und vergiften uns langsam. Unsere Wälder, Flüsse und unser Blut. Unsere Indio-Brüder haben Blei und Cadmium im Blut. Und so sterben wir langsam. Die Dinge haben sich nicht geändert. Am Fluss von Iquitos, dem Itaya. Hier wird das illegale Holz ganz öffentlich umgeschlagen. 95% des Holzabbaus ist illegal. Es gibt offizielle Scheine, wann wo Holz abgeschlagen werden darf. Aber es wird nicht überprüft, wo das Holz tatsächlich herkommt. Da gibt es Leute, die einen riesigen Baum für einen Sack Reis verkaufen, für etwa 20 Dollar. Während zum Beispiel eine dieser Zedern auf dem Markt in Europa etwa 4.000 Dollar wert wäre. Nur ein Baum. Es wird hier im großen Stil und auch langfristig Raub betrieben. Eine Stunde von Iquitos entfernt liegt Massan, ein weiterer Umschlagplatz. Wie lange stehen sie noch, die Urwaldriesen im Dschungel vom Amazonas?
Es geht in die Subtropen, über die Grenze nach Ecuador, zur Hacienda Limón, in der Provinz Cotopaxi. Hier auf der Hacienda wird Kakao angebaut. Gelb bedeutet, die Frucht ist reif. Die Sorte Nacional wächst nur in Ecuador und ist bekannt für ihr außerordentlich gutes Aroma. Für die Qualität der Schokolade ist es wichtig, dass man die Bohnen beim Öffnen nicht beschädigt und nur ganz reife Früchte erntet. Um das zu wissen, kann man so klopfen und man fühlt, dass die Bohnen innen locker sind. Wenn die locker sind, heißt es, dass sie reif sind. Wenn wir hier in unserer Hacienda, wir ernten alle 14 Tage, damit man möglichst optimal reif erntet. Andere Leute, die ernten einmal pro Monat, dann haben sie ganz noch grüner als diese und schon überreife, gekeimte Kakaofrüchte. Morgens wird abgewogen. $15 bekommt ein Arbeiter am Tag, wenn er 80 Kilo geerntet hat. Der Schweizer Samuel von Rutte hat eine eigene Technik entwickelt, um das Aroma des Kakaos zu verbessern. Er wird einen Tag an der Luft getrocknet, bevor er fermentiert wird. Die braune Farbe der Bohne zeigt, dass der Kakao fertig ist. Früher war eine Schokolade meist ein Blend, eine Mischung von Kakaosorten aus verschiedenen Ländern. In den letzten Jahren kam die Tendenz, dass man eine Schokolade macht mit Ecuador-Kakao, mit Madagaskar-Kakao oder Ghana-Kakao. Das war etwas ganz Neues. Und der nächste Schritt, der jetzt kommt und den wir machen wollen, das ist, dass es nicht mehr ein Land ist, sondern ein Hacienda-Kakao, eine Hacienda-Schokolade, also mit Kakao von einer Hacienda. Es gibt Kenner, die finden, dass unsere Schokolade etwas vom Feinsten ist hier aus Ecuador. Und das ist natürlich für uns interessant und stimulierend und sagt uns, dass wir die Sache richtig machen. Es gibt nur eine Möglichkeit, herauszufinden, ob der Kakao wirklich gut ist. Kosten, Kosten, Kosten. Es ist der Likör, den wir geben. Y eso con el proceso, el concheado, se va a desaparecer, no es problema. Ecuadors Hauptstadt Quito. Mit 2850 Metern die höchstgelegene Hauptstadt der Welt. 1,4 Millionen Menschen leben hier. Die Basilika del Voto Nacional zeigt mit ihren Tieren, auch Galapagos gehört zu Ecuador. Die Plaza de la Independencia mit der Kathedrale. Die Altstadt gehört zum Weltkulturerbe. Das wichtigste Theater des Landes, das Teatro Bolívar, 1933 erbaut. 1999 abgebrannt. Pizza Hut hatte eine Zweigstelle unten im Haus, der Ofen hat Feuer gefangen. Das ganze Gebäude hat gebrannt. Gezahlt hat Pizza Hut nie. Schon kurz danach hat das Theater seinen Betrieb wieder aufgenommen. Die Schäden sind noch da. Das Dach war bislang nur provisorisch. Während der Vorstellung wird es abends bitter kalt und man hört den Krach von draußen. Die deutsche Botschaft gibt nun Geld für die Restaurierung. Für das Theater, das den Menschen so viel bedeutet. Es ist wirklich unglaublich, das zu sehen. Noch Monate, Jahre nach dem Feuer stehen die Leute da und weinen. Sie leiden, weil ihr Theater abgebrannt ist. Und sie wollen es so zurückhaben, wie es vorher war. Als das herrlichste und fantastischste Theater dieser Stadt. Hunderte von verschiedenen Künstlern sind seit dem Brand schon wieder aufgetreten. El Trapecio ist eine Gruppe von Straßenjungen, die von Bernardo Mantilla die Chance bekommen haben, im Teatro Bolívar professionell zu trainieren und regelmäßig aufzutreten. Es ist wunderbar, solch einen wunderschönen Ort zu haben, um zu arbeiten und alles umsetzen zu können, was du gelernt hast. Es ist etwas ganz anderes als auf der Straße, denn da bist du nah an den Leuten dran. Hier bist du zwar dem Publikum nah,
Aber die reine Tatsache, dass du auf der Bühne höher stehst als die Leute, gibt dir eine besondere Präsenz. Und das muss man schätzen und bewahren. 1000 Kilometer westlich vom Festland, mitten im Pazifik, liegen die Galapagos-Inseln. Darwin hat hier seine Evolutionstheorien abgeleitet. Es gibt 14 größere Inseln und hunderte von kleinen. 97% der Inseln sind Naturschutzgebiet. Sie sind vulkanischen Ursprungs. Die Riesenschildkröten heißen auf Spanisch Galapagos. Nach ihnen sind die Inseln benannt. Sie sind eine Touristenattraktion und werden bis zu 150 Jahre alt und 250 Kilo schwer. Auf Santa Cruz liegt die Darwin-Forschungsstation, die ein Zuchtprogramm für die Riesenschildkröten hat. Seefahrer haben die Tiere als Nahrung auf ihre Schiffe genommen und sie so fast ausgerottet. Ohne die Station wären einige der Schildkröten schon längst ausgestorben. Hier werden sie die ersten 3 bis 4 Jahre ihres Lebens gehalten, bis sie alt genug sind, um in der Natur zu überleben. Es dauert etwa 120 Tage, bis sie schlüpfen. Dann packen wir sie in diesen Käfig hinter mir für 2 Jahre, um sie vor den Ratten zu schützen. Dann setzen wir sie nochmal 2 Jahre in einem naturnahen Gelände aus. Und danach bringen wir sie wieder zurück auf die Insel, wo sie hingehören. Die Tortuga Bay erreicht man nur mit 1 Stunde Fußmarsch. Naturschutz geht über alles. Wer das Gebiet betritt, muss sich eintragen, sodass man abends prüfen kann, ob alle Besucher den Strand verlassen haben. Statt Schildkröten, wie der Name vermuten ließe, trifft man hier auf jeden Fall Leguane. Vorsicht, wenn den Tieren das Salz aus der Nase schießt. Die Inseln hießen früher Islas Encantadas, verzauberte Inseln, weil sich keiner vorstellen konnte, dass es so weit vom Festland entfernt so eine Artenvielfalt geben kann. Manche Gebiete darf man nicht allein betreten, sondern nur in Begleitung spezieller Galapagos-Führer. Das Besondere an Galapagos, die Wildtiere wirken zahm. Sie haben keine Scheu vor Menschen. Warum, ist nicht bekannt. Die Spezialität der Insel, ganz klar, Fisch. Es gibt klare Fangauflagen. Galapagos balanciert immer zwischen Naturschutz und Eigenbedarf. Auf dem Fischmarkt in Puerto Ayora wird der Fisch für die Restaurants und die Menschen der Umgebung gehandelt. Die Reise geht weiter, zurück auf das Festland. Das Land Ecuador ist nach dem Äquator benannt. Auf der Suche nach der Mitte der Welt führt der Weg zu einem Ort mit dem Namen Mitad del Mundo. Dort steht auch das Monument Mitte der Welt. Denn angeblich liegt er hier, der Äquator. Oder auch nicht. Heute wissen wir, dass wir einen klitzekleinen Fehler gemacht haben. Wir sind 200 Meter südlich des Äquators. Aber das wissen wir erst, seitdem es GPS gibt. Ein paar Kilometer weiter, im Ort Calacalí, steht in klein das gleiche Monument. Und wieder 200 Meter daneben. Wo ist nun wirklich der Punkt Null? Am Straßenrand winkt ein Schild. Das Museum Intendian Camino del Sol. Schon vor Hunderten von Jahren haben die Ureinwohner gewusst, dass hier auf dem Sonnenweg der Punkt Null ist. Da ist er.
Am 21. März steht die Sonne senkrecht. Und dann haben wir hier den Sonnenwendpunkt. Heutzutage haben wir GPS, dann sehen wir die Breite 000. Aber unsere Ureinwohner kannten diesen Punkt schon. Und vom Äquator geht es weiter. In der nächsten Folge: Kolumbien.